Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Commentary. Heute soll es mal um Videopläne auf YouTube gehen. Ein Videoplan ist, wie der Name schon sagt, ein Plan, wann man welches Video hochlädt. Da schreibt man dann sozusagen rein, hey, am Montag kommt bei mir dieses Format, am Mittwoch kommt das andere Format, am Freitag kommt das andere Format. Veröffentlicht das Ganze dann auch auf YouTube und so können dann auch seine Zuschauer eben nachschauen, wann kommt welches Video bei dem entsprechenden YouTuber. Wieso sollte man dann eben so einen Videoplan erstellen? Einerseits natürlich ganz klar, damit eben die Zuschauer wissen, wann welches Video kommt. So kann man nämlich verhindern, dass vielleicht Zuschauer mal nicht mitkriegen, dass irgendwann mal ein Video kommt. Und kann somit auch dieser Scheiß in der YouTube-Subbox, dass manche YouTuber einfach mal nicht mal angezeigt werden in deiner Abo-Box, kann man der mal entgegenwirken und verhindern, dass deine Zuschauer einfach nichts von deinen Video-Uploads mitkriegen. Andererseits, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, erinnert dieser Videoplan den YouTuber so ein bisschen an Upload. Denn wie ihr sicherlich alle wisst, sind die meisten YouTuber ziemlich verpeilt und da zähle ich mich durchaus dazu und vergessen ab und zu einfach Videos hochzuladen, beziehungsweise denken dann so, hä, ja, schaffe ich auch irgendwann mal anders noch. Wenn man dann so einen Videoplan eben hat, da hat man sozusagen immer das Bedürfnis, an den entsprechenden Tagen was hochzuladen und hält sich da dann meistens auch dran. Das Ganze könnte aber auch ein ganz schöner Nachteil werden, denn das Ganze könnte auch den YouTuber ziemlich unter Druck setzen, ne? Vor allem in schwierigen Zeiten, wo man dann vielleicht auch mal viel für Schule machen muss oder halt in der Arbeit dementsprechend dann eine schwierigere Zeit hat, könnte das Ganze sich ziemlich auch negativ auf das andere auswirken. Da muss man halt eben abwägen, ob man dann vielleicht den Videoplan vernachlässigt oder halt dann andere Sachen in seinem Leben, was dann schon zu Problemen führen könnte. Genau deswegen sollte man eben seinen Videoplan realistisch halten, ne? Wenn man nebenbei noch einen Vollzeitjob hat, dann ist es vielleicht nicht gerade realistisch, jeden Tag ein vollgecuttetes Video rauszubringen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man auf keinen Fall sich in seinem Videoplan überschätzt. Und genau das will ich eigentlich auch tun. Ich will demnächst wieder einen Videoplan einführen, vor allem, weil ich früher auch immer einen Videoplan hatte. Ich habe mir da immer gedacht, ja, Dienstag, Freitag und Sonntag bringe ich immer ein Video raus. Das war eben damals schon so. Und genauso will ich es jetzt eigentlich auch machen. Ich will immer Dienstag, Freitag und Sonntags ein Video rausbringen auf meinem Kanal. Dienstag und Sonntag will ich mich da ganz offen halten, vor allem, weil demnächst ich noch einige Projekte in Planung habe, die eben auch noch auf meinem Kanal kommen werden. Am Freitag werde ich mich aber festlegen, dass ich immer am Freitag eine Folge Skylife rausbringe. Und am Dienstag und am Sonntag kommt dann erstmal, wie gesagt, dieser ganze Kram, den ihr so kennt. Commentaries, Tech-Tutorials, Minecraft, PvP, was denn sonst auch immer. Ansonsten würde es mich sehr interessieren, was ihr denn so von Videoplänen haltet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren könnten. Ja, und übrigens habe ich ganz vergessen zu erwähnen, im Hintergrund ist eine kleine Runde Jump League gelaufen, die dann am Ende doch ziemlich scheiße ausgegangen ist. Eigentlich habe ich das als normales Video aufgenommen. Jetzt habe ich mich dann doch entschieden, das nur in den Hintergrund hier reinzuschmeißen. Ansonsten würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Nicht vergessen, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.